Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Frieder Meier und ich habe heute 5 Boote dabei, die sich zwar alle durch ihre Form und Farbe und so weiter unterscheiden. Das ist heute aber erstmal egal. Uns geht's heute um die verschiedenen Böden, die in den Booten sind. Ich zeige euch heute, was es für Bodenarten gibt, welche Vorteile die verschiedenen Böden haben, was sie nicht so gut können und welchen Boden ihr in welcher Situation am besten verwendet. Als erstes zeige ich euch den Lattenboden. Der Name sagt eigentlich schon ziemlich genau, was es ist. Wir haben hier Latten im Boot. Da gibt es 2 Möglichkeiten. In dem Fall sind die Latten einzeln, also die sind nicht miteinander befestigt. Was es auch gibt, sind Boote, bei denen die Latten an der Seite mit so einem PVC-Band oder mit Bootshautband verbunden sind. Und dadurch ist dann der Abstand zwischen den Latten vorgegeben. Das macht ein Stück weit Sinn, weil die dann im Boot nicht verrutschen können. Aber das Problem dabei ist, dass die in der Regel einen Abstand zueinander haben, weil man will ja eine gewisse Leichtigkeit. Und wenn ich jetzt hier so einen Abstand habe und ich drehe zum Beispiel hier zwischen rein, habe ich nichts, was mich hält. Hier ist jetzt der Baum dahinter, deswegen geht es da nicht weiter. Aber hier zum Beispiel, ich kann da hinten drunter rutschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Nacht schnell ins Boot springe, ich habe einen Fisch, dann ist das eine Möglichkeit zu stolpern. Oder auch wenn ich vom Boot aus Spinnfisch, ist es eine Möglichkeit, mir einen Angeltag zu erschweren. Ein weiteres Problem an dem Boden ist, dass dadurch, dass ich nichts unter oder nichts an den Latten habe, was ein Durchrutschen verhindert, kann es gut sein, dass ich hier Dreck oder Angelhaken oder vielleicht auch Sachen, die ich brauche, unter die Latten wandern und ich komme nicht mehr ran. Hier ist es jetzt vom Welsauslegen halt ein bisschen Wurmerde, das ist kein Problem. Aber wenn ihr regelmäßig vom Boot aus füttert, dann kann es gut sein, dass euch da Mais reingeht und schimmelt und gerade bei Nacht auch Ratten anlockt, die dann unter Umständen suchen, woher das kommt und euch das Boot verfressen. Deswegen ist das ein Boden, der in der Regel ziemlich billig ist, der ist ziemlich leicht. Es ist insofern praktisch, weil ich den Boden im Boot lassen kann, während ich das Boot zusammenroll und dann wieder auspacke. Ich muss den Boden nicht aufpumpen, ich muss den nicht vorbereiten. Ich blase nur die Schläuche auf und das Boot ist fertig. Ist total komfortabel. Nur wie gesagt, ich habe eben das Problem, dass das Ganze hier nicht abgegrenzt ist. Das hier ist ein Hochdruckluftboden. Das ist eine Luftkammer, die aufgeblasen wird und dadurch ihre Stabilität erhält. Ein Luftboden ist mittlerweile relativ viel im Einsatz. Früher hat es ja noch so ein bisschen den Ruf gehabt, wo ich mir mein erstes Boot gekauft habe, ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass es mit dem Stehen doof ist. Aber jeder, der sich Sorgen macht, dass man auf einem Hochdruckluftboden nicht richtig stehen könnte, der kann sich mal Stand-Up-Paddler angucken. Die fahren mit dem Ding Tage, Wochen irgendwie durch die Gegend und stehen die ganze Zeit drauf. Und die haben nicht mal Schläuche an den Seiten oder einen Kiel. Also das ist überhaupt kein Problem. Beim Hochdruckluftboden ist es so ähnlich wie beim Lattenboden. Total praktisch. Ihr könnt den einfach im Boot lassen. Klar, Luft muss raus vorm Zusammenrollen. Aber dann, wenn Luft raus ist, einfach zusammenrollen, wieder ausrollen, wieder aufblasen. Das heißt, ihr müsst das Ding nicht irgendwie da reinfriemeln. Das bleibt die ganze Zeit drin. Und ihr könnt sofort starten, wenn ihr am Wasser seid. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Hochdruckluftböden in der Regel recht leicht sind. Das bedeutet, wenn ich ein Boot brauche, das ich allein durch die Gegend tragen kann oder wo es zu zweit auch nicht zu schwer sein sollte, dann ist ein Hochdruckluftboden praktisch, weil das Ding wiegt halt nicht viel. Zudem, großer Vorteil zum Lattenboden ist, das Ganze ist ein durchgehender Boden und der Boden ist auch fast überall gleich stabil. Die einzigste Ausnahme ist, Hochdruckluftböden oder Luftböden haben hier oben im vorderen Bereich noch ein Carbonboard. Das ist also so ein dünnes Stück Carbon oder Glasfaser oder wie auch immer, auf jeden Fall halt ein Board, das dafür sorgt, dass der Kiel, der von unten dagegen drückt, hier keine allzu starke Wölbung reinbringt. Kiel ist das nächste Stichwort. Ihr könnt mit dem Hochdruckluftboden einen Kiel verwenden. Das ist natürlich super, sobald ihr
einen Motor verwenden wollt oder einfach nicht seitlich über den See getrieben werden wollt, wenn mal ein bisschen Wind geht. Deswegen habt ihr mit einem Hochdruckluftboden eigentlich alle Möglichkeiten, die ihr mit höher oder mit stabileren Böden, die später auch noch kommen werden, auch habt. Das Hauptproblem meiner Ansicht nach beim Fahren mit dem Motor ist, dass ihr Stabilität nur über die Luftkammern bekommt, Längsstabilität. Das bedeutet, wenn ihr hinten einen schweren Motor habt und vorne noch Tackle, dann wölbt sich das Boot manchmal so ein bisschen. Das bedeutet, ihr habt hinten viel Wasserwiderstand, weil das Boot nicht gerade wird. Und vorne das, was es runterzieht, das, was ein Boot mit durchgehend hartem Boden dann ins Gleiten zieht, liegt trotzdem auf dem Wasser auf. Das heißt, es ist schwerer, damit ins Gleiten zu kommen. Ein weiterer Nachteil ist, dass der Luftboden oder dass die Luft an Volumen verliert, wenn sie kalt ist. Typisches Beispiel, ihr pumpt das Ding tags mit nachmittags auf die entsprechende Stärke und habt morgens um 4 einen Wels, einen Karpfen, wie auch immer, ihr müsst in das Ding. Dann hat dadurch, dass die Luft im Boden kälter geworden ist, der an Druck verloren und ist dementsprechend nicht mehr so standfest, wie er am Mittag war. Das ist was, das muss man bedenken. Das ist auch überhaupt kein Drama, aber das ist sowas, was man vielleicht im Hinterkopf haben sollte. Ein weiterer, offensichtlicherer Nachteil ist, dass das Ding, dadurch, dass es eine Luftkammer ist, Luft verlieren kann. Also zum Beispiel, wenn ihr ein Loch reinmacht, die Ventile sind im Normalfall ziemlich dicht und wenn sie es irgendwann nicht mehr sein sollten, kann man sie einfach tauschen. Aber ihr habt ein Steinchen irgendwie am Schuh, lauft da rein, da ist richtig Druck drauf oder irgendwas in der Form. Ihr könnt das Ding theoretisch kaputt machen. Die genannten Nachteile existieren natürlich. Allerdings sind die Vorteile von einem Luftboden durch dieses schnelle Aufbauen, Abbauen, durch die generelle Stabilität und durch die Leichtigkeit so groß, dass ganz viele Leute mittlerweile einen Luftboden für fast alles nehmen. Das hier ist ein sogenannter Slat Floor. Eigentlich ist es so ähnlich wie den Lattenboden, den wir vorhin schon hatten, mit einem wichtigen Unterschied. Zwischen den Latten hier ist nochmal Bootshaut. Also diese Zwischenräume, zum einen sind die Latten breiter, wie man sieht, zum anderen habe ich zwischen den Zwischenräumen Bootshaut. Ich kann also nicht durchtreten, mir kann nichts durchfallen und ich kann bei Nacht viel entspannter ins Boot springen, ohne dass ich irgendwie stolpern könnte, weil das ist einfach abgeriegelt. Der obere Teil vom Boot, also der Teil, in dem ich und mein Tackle sind, ist abgeriegelt vom unteren Teil vom Boot, wo ich jetzt auch einen Kiel unterbringen kann. Ihr seht, ich habe hier ein Ventil für einen Kiel und das bedeutet, dass ich in dem Boot mehr Längsstabilität habe, weil ich habe jetzt nicht nur die beiden Schläuche außen, die meine Längsstabilität quasi unterstützen oder für die sorgen, sondern ich habe nochmal als drittes hier den Kiel, der im Normalfall auch mehr Druck verträgt wie die Schläuche oder für mehr Druck ausgelegt ist und es bedeutet, dass das ganze Boot in der Längsachse stabiler wird. In der Querachse ist es je nach Stelle auch trittstabiler wie ein Luftboden, weil ich eben direkt auf den Boards, also auf was Hartem, Solidem stehe und nicht auf dem Hochdruckluftboden. Wie gesagt, die Hochdruckluftböden, die sind auch echt trittstabil. Aber speziell, wenn ich auf einem Carbonboard stehe, habe ich eben mehr Trittstabilität, wie wenn ich auf einem Luftboden stehe. Ich habe natürlich nicht überall diese Carbonboards, aber wenn ich von dem Boot runter Spinnfisch oder Drill, ist es kein Problem. Ich kann mich einfach auf die Dinger draufstellen. Die sind breit genug, ich finde die und ich brauche mich im ersten Moment, wie gesagt, einfach, ich brauche an nichts denken, ich kann ins Boot springen. Und das ist gerade, wenn man spontan ins Boot muss, beim Drillen sehr vorteilhaft. Ein weiterer großer Vorteil zum Luftboden ist, dass wir Volumen gewinnen. Der Luftboden, der ja eine gewisse Stärke hat, damit er eine gewisse Stabilität bietet, der nimmt dieses Volumen weg von unserem Bootsinnenraum. Und das hat zwei Nachteile. Der Hauptnachteil bei kleineren Booten wie dem ist, dass ich meine Knie bei einem Luftboden nicht so tief nach unten bringen kann wie bei dem Slat Floor. Wenn ich jetzt hier paddel, dann muss ich mein Paddel immer übers Knie ziehen. Und wenn ich jetzt entsprechend hier höher sitzen würde, dann wäre hier mein Fuß im Weg beim Zurück. Und man sieht, es reicht hier gerade noch so drüber, wenn ich hier am Knie ziehe. Aber wenn ich das Ganze die entsprechenden 10 cm tiefer habe,
dann komme ich mit dem Paddel am Knie halt deutlich höher. Das heißt, ich kann meine Füße weiter nach unten, ist auch gut, weil man dann bequemer sitzt, man kommt näher an die optimale oder an die gewöhnte Sitzhöhe. Und der ganz oder der große Vorteil bei großen Booten ist, dass ich durch das Mehrvolumen auch mehr Tackle im Boot unterbringen kann. Wenn ihr also ein Boot braucht, mit dem ihr moven müsst und ihr seid jemand, der immer viel zu viel Material dabei hat, wie ich, und euch geht es wirklich um jeden Liter, dann habt ihr einfach über das ganze Boot verteilt so viel mehr Platz. Ich zeige euch das gleich noch eingeblendet oder jetzt eingeblendet, wie hoch der Raumgewinn durch den Slat Floor wirklich ist. Wieder wie beim normalen Lattenboden. Ihr müsst beim Aufbauen euch eigentlich gar nicht um das Ding kümmern. Das bleibt einfach drin. Wenn ihr in einem Boot also die ganzen Eigenschaften haben wollt, die ein Hochdruckluftboden hat, nur eben ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Querstabilität, ein bisschen schneller aufgebaut und ein bisschen mehr Sicherheit, Sicherheit beim Trip, weil euer Hochdruckluftboden nicht doch plötzlich ein Loch kriegen kann, was sehr selten vorkommt, was aber vorkommt, dann ist das ein Boden, den ihr euch mal genauer anschauen solltet. Das da hier ist ein Holzeinlegeboden. Es ist ein recht untypischer Boden, das hat gute Gründe. Ihr seht, ihr habt hier vier Holzplatten, die miteinander verbunden sind. Die ganzen müsst ihr rausmachen beim Boot auf- und abbauen oder reinmachen entsprechend. Das bedeutet, das Auf- und Abbauen dauert länger. Dafür habt ihr eine durchgehende, standfeste Fläche, was gerade zum Spinnfischen praktisch ist oder zum Drillen. Was bei dem Boot nicht praktisch ist, beziehungsweise bei dem Boden, ist, dass da kein Kiel vorhanden ist. Ich vermute, dass es daran liegt, dass sich das Holz auf Dauer verformen würde. Unten ist es schon der Fall. Deswegen würde ich das Boot oder den Bodentyp Leuten empfehlen, die viel im Boot stehen müssen, sei es zum Spinnfischen, zum Karpfenangeln, vielleicht auch zum Welsangeln, die das Ding in allererster Linie paddeln, dabei nicht 1000% präzise sein müssen. Versteht mich nicht falsch, man kann mit dem Ding, man kann ohne Kiel auch präzise paddeln. Es ist bloß manchmal ein bisschen umständlicher und man muss sein Boot kennen. Die wahrscheinlich keinen Motor hinhängen wollen und wenn, dann auch keinen großen, weil oder keinen verhältnismäßig großen, weil mit dem 5 PS Motor hier ist es so, dass ab hier flattert das Boot, unten habe ich Stabilität durch den Motor und dann ist es bei Wellen so, dass dann der ganze Motor oder das ganze Boot aufs Wasser klatscht und es sorgt für eine extrem unruhige Fahrt stellenweise. Dann fahrt ihr wieder 50 Meter tipptopp, brutal schnell und dann tut es wieder einen Schlag und ihr seid wieder halb so schnell. Das ist kein Boden, der für Motorisierung gemacht und gedacht ist. Aber wenn euch schnelle Aufbauzeit nicht so wichtig ist, ihr wollt Hauptsache stabilen Boden, der auch gar nicht zu schwer ist, dann ist das ein Boden, den man sich anschauen könnte, der sich für euch lohnen könnte. Das hier ist ein Aluminiumboden. Das ist der mit Abstand stabilste Boden, den ihr in ein normales Schlauchboot, also ich klammer jetzt hier Festrumpfschlauchboote bewusst aus, einbauen könnt. Der Boden besteht aus einzelnen Aluminiumplatten, die über eine Nut miteinander verbunden werden beim Aufbau. Die steckt ihr so ineinander und an die Seiten kommen dann Aluminiumleisten, die das Ganze noch auf der Längsachse fixieren. Und am Ende steht ihr quasi auf einer durchgehenden Aluminiumplatte oder so ähnlich. Das heißt, ihr steht extrem stabil. Das bleibt auch immer stabil, egal was ist. Ihr könnt damit in Wellen fahren. Das Ding hebt super. Bei viel Stabilität hat man oft auch viel Gewicht. Das ist hier auch so. Der Aluminiumboden ist mit die schwerste Möglichkeit von einem Boden, den ihr bei euch im Boot einbauen könnt. Er ist für das, wie stabil er ist, finde ich immer noch erstaunlich leicht, aber zum Beispiel bei dem Boot ist es zu zweit schon verdammt schwer, das Boot leer zu tragen. Und ein großer weiterer Nachteil ist, dass das Aufbauen recht aufwendig ist, weil ich viele einzelne Teile habe, die ich ineinander fädeln muss, im Vergleich zu einem Boden, den ich nur ausrolle und dann unter Umständen nicht mal aufpumpen muss, sondern nur die Schläuche aufpumpen muss, ist das natürlich brutal umständlich. Hier könnt ihr damit rechnen, dass ihr 20 Minuten für den Aufbau braucht. So viel Aluminium ist auch ein Kostenfaktor. Die Böden sind
nicht ganz billig. Und in den meisten Situationen oder zumindest in vielen Situationen, wenn man in erster Linie auf ruhigeren Gewässern unterwegs ist, kann man gut drauf verzichten. Wenn ihr euch einen Aluboden kauft, von dem ihr Spinnfischen oder vertikal angeln wollt, dann würde ich euch übrigens wie bei dem Holzeinlegeboden auch empfehlen, euch eine Matte drüber zu legen. Zum einen fängt die den Schmutz, der jetzt hier auch durch die Matte durch ist, weil ich habe die Matte runtergemacht, dass man es sieht. Zum anderen sind die Dinger relativ laut. Also ich zeige euch das mal. Wenn ihr da was fallen lasst im Boot, das hören die Fische. Deswegen, wenn ihr aktiv von dem Ding runter angelt, legt euch irgendwas in Schalldämpfer rein, ist dann auch angenehmer zu laufen. Und dann könnt ihr von dem Ding super einen ganzen Tag runter stehend fischen, weil ihr euch keine Sorgen machen müsst, wie ihr steht. Ihr liegt top im Wasser. Also vor allem dann, wenn ihr einen fetten Motor habt, braucht ihr Aluminium. Sonst ist es in der Regel nicht notwendig. Ich hoffe, ich konnte euch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bootsböden ein bisschen deutlich machen. Falls ihr euch noch nicht ganz sicher seid, was es für ein Boot werden soll, ich habe noch zwei andere Videos zu Boote hochgeladen. Das eine ist ein Vergleichsvideo von ganz vielen verschiedenen Booten, unter anderem von Booten, die auch hier jetzt vertreten waren. Das andere ist ein Video speziell zu dem Boot hinter mir. Falls euch das interessiert, schaut euch das gerne an. Vielen Dank an der Stelle an Imperial Fishing, die mir das iBoat in 2.10 für das Video zur Verfügung gestellt haben. Falls ihr noch Anregungen habt, falls ihr selber Erfahrungen mit Böden gesammelt habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich da immer drüber, auch über Likes und Abonnenten natürlich. In dem Sinne, wir sehen uns, wenn nicht am Wasser, dann im Video. Ciao. Und wir wollen euch mit dem Video die Wahl eures nächsten Boots besonders einfach machen.